Ja, eigentlich wollte ich einen Videoblog machen, ausschließlich zum Thema Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung klammheimlich versucht, vor der Sommerpause noch diese Verlängerung durch den Bundestag zu bringen, am Bundesrat vorbei. Deswegen hat es eine große Aktion gegeben. Wir haben auch Bilder davon gemacht, vor dem Brandenburger Tor mit den Umweltverbänden, der Anti-Atomkraft-Bewegung, den Grünen, der SPD. Aber so ganz kann ich diesen Videoblog eben nicht nur diesem Thema widmen, sondern der Paukenschlag aus dem Schloss Bellevue ereilte uns hier und wir waren alle sehr, sehr sprachlos. Zum ersten Mal in der Geschichte tritt ein Bundespräsident zurück, offensichtlich, weil er sich nicht mehr genug gestützt gefühlt hat, zu wenig Solidarität empfunden hat, insbesondere von denen, die ihn ja mehrheitlich unterstützt haben, der schwarz-gelben Bundesregierung. Ich hoffe, dass daraus Konsequenzen gezogen werden, nämlich ein Kandidat vorgeschlagen wird, der von allen gewählt werden kann, von allen Parteien im Deutschen Bundestag. Und wir sind dazu auch bereit als Sozialdemokraten, aber ich bin mal gespannt, ob es nicht doch wieder viele parteitaktische Spielchen gibt oder ob Frau Merkel jetzt versucht, mit Hilfe dieser Personalie ihr Kabinett erneut umzubilden. Es sind viele Fragen offen. Tatsache ist jedenfalls aus unserer Sicht, wir sollten eine Lösung finden, die die Menschen wieder zuversichtlich stimmt. Ich glaube, das wäre das richtige Signal in dieser Zeit.